Microsoft Word findest du wie alle Programme im Ordner Programme. Und falls das nicht schon passiert sein sollte, so ziehst du das Programm am besten gleich in den Dock, damit du es immer zur Verfügung hast. Beim ersten Start musst du ein paar Schritte durchführen. Du wirst da aber hindurchgeführt. Du kannst das Design wählen. Ich wähle mal farbig. Dann kannst du beginnen. Das ist die Startseite mit den Vorlagen. Zu diesen Vorlagen kommen wir später mal. Wir beginnen mit einem neuen leeren Dokument. Ja, schon ist es bereit und wir schreiben gleich unseren ersten Text hinein. Hallo Welt. Wenn ein Programmierer seine ersten Schritte wagt, so benutzt er jeweils diese Worte. Ja, und diese Datei speichern wir gleich, damit wir das schon einmal gemacht haben, mit Datei speichern oder über das entsprechende Diskettensymbol kannst du einen Speicherort auswählen. Ich wähle auf meinem Mac. Und damit ich die ganze Übersicht über meine Ordnerstruktur habe, tippe ich auf dieses kleine Eckchen da. Und da wähle ich nun mal den Schreibtisch. Hallo Welt. Naja, lassen wir mal ohne Abstand vielleicht. Und Suffix ausblenden nehme ich auch raus, damit man sieht, in welchem Format es gespeichert ist. Also wichtig, einen Speicherort ganz bewusst wählen und einen sinnvollen Namen, wobei man sich in meinem Beispiel darüber streiten kann. Speichern und du siehst, diese Datei liegt nun auf meinem Schreibtisch.